Servus Leute, wir sind wieder zurück bei DZ. Ja, wir genießen die letzten Stunden hier in der Sonne. Keine Ahnung, ob jetzt die Sonne untergeht oder nicht. Aber ich muss sagen, es ist gerade das urgeniale Bild. Ja. Letztes Mal im Dunkeln, normalerweise, da war es ja so dunkel, haben wir sich nachher ausgelockt. Hier in der Gegend. Deswegen kennen wir das Gebiet jetzt auch nicht, wo wir hin müssen. Wir wollten auf jeden Fall nach Balota. Und das müsste Richtung Sonne liegen. Ich würde jetzt mal schauen, mein Kompass. Kann man den im Sitzen benutzen? Du musst auf jeden Fall hier mit Enter und dann mit der Ja, Taste hoch ja. da. Sonne ist Westen. Okay, Westen. Dann, ich glaube, wir wollten erstmal Richtung Westen, weil da sollte eine Straße kommen. Wir waren doch, Süden glaube ist ich. in die Richtung, so. Warte mal, wir waren an der Military Base. Und sind dann einfach runter. Und sind dann aber. Ja, warte Wollen wir mal. nicht die Straße entlang, die ist in Richtung Süden. Ich muss Alter, mal einmal hier. Südost eher. Na, Süden. Die geht in, weil die gemacht hat, da so einen Knick rüber. Boah, das ist gerade echt. Hier kommen drei, also egal in welche Richtung, da müssen drei verschiedene Städte, die halt in so einem Dreieck sind. Also egal, wo wir hingehen, irgendwann kommen wir auf jeden Fall zu einer Stadt. Ich würde aber ganz kurz noch Config und Video machen, weil ich glaube, na, hat sich nichts geändert. Ja, Ich habe jetzt konstant 20 FPS, egal wohin ich gucke. ich habe 30 bei der Aufnahme. Ich hatte gerade ohne Aufnahme hier 60 oder so, das war richtig. Ja, es ist mal, dass ich sage, das Spiel ist. Und was ich noch gehört habe, wenn man, wenn Vögel man sieht, Ja. sind andere Spiele in der Nähe. Wir hören Vögel. Ach Ja, so, ich habe wir auch sind ja auch Vögel zu gerade gesehen. zweit. Ja, ich bin mir nicht sicher, wie das ist. Warte mal, da hinten vorne war doch gerade. Am Horizont habe ich da gerade irgendwo einen Funkturm gesehen. Ja, ich hätte auch geglaubt, Da weil der oben. Spiegel da in die Richtung auf den Berg Ja. raufschauen, oder? Ja, ich glaube, das ist eh der hohe, wo ich schon einmal war. Mit den Bad Belzern damals noch. Die es aber nicht mehr gibt im Endeffekt. Die Bad Belzer. Ja, ich weiß nicht, die nehmen zumindest nichts mehr auf. Ja, Ich ich sehe hatte zum. ja Wenn ich kaum was ganz mit denen. normal schaue, wenn ich, sobald ich. Okay, jetzt geht's, jetzt sehe ich ihn immer. Gehen wir zu dem Funkturm. Ja, können wir Und erstmal dann von machen. dort die Straße entlang und dann von dort irgendwo Straßen in Richtung Süd. Da sind wir schon relativ nahe, jetzt nachher bei Cerno. Oh, Beinze? Warte mal. Das ist nicht weit. Ein Bad Okay, vielleicht. wir haben auch ordentlich Strecke gut gemacht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da Wir unten sind. ist, okay, ist das unten da eine Kirche in die Richtung, wie ich jetzt renne? Oder ist das ein Baum? Wo bist du jetzt? Da hinten kommt Da, eine Kirche. von der Kirche, oder? Ja. Ja, habe ich mir auch gedacht. Ja, dann sehen wir ja eh am Ortsschild, wo wir Gehen wir sind. zum, gehen wir zum Turm hinauf und dann runter in die Stadt. Ja. Können wir Passt. machen. Da oben ist ein Schweinezucht. Halt Bauernhof, glaube ich. Seh dich aber gerade Rechts. gar nicht. Ich dich auch nicht. Ah, du rennst da unten. Ich Ach, renne du den Berg bist. weiter rauf in Richtung Okay. Funkturm. Da oben ist auch eine Schweinezucht. Genau, das habe ich auch gerade gesehen. Ja, ich weiß ungefähr die Ecke. Wir sind ungefähr 5 Minuten, ne, vom Military Base aus südlich gelaufen, soweit ich das in Erinnerung habe. Ja, wir sind nicht lang, da war fast der Bart schon aus. Haben Ja. wir nur gesagt, wir laufen. Und es ist dunkel geworden, wir haben nichts mehr gesehen. Eigentlich wäre es cool gewesen, wenn wir sich nachher noch ein Lagerfeuer angezündet hätten. Ja, oder irgendwie hier im Wald so ein kleines Zelt. Zelt aufgebaut hätten, ja. Ja. Wäre Dich mega geil. hineingelegt. Ich muss ja Oder dass sagen, man es. manchmal denke ich mir beim DayZ aufnehmen, so am Anfang, wenn ich das Spiel starte, oh, ja, jetzt warst du schon zum dritten Mal da und da. Und jetzt immer, wenn man anfängt und dann so gar nicht weiß, wo man ist, finde ich es wieder richtig cool. Dann ist einfach so. Ja, du musst dich ein bisschen orientieren und du musst dich ein bisschen. Darum sage ich ja, mit der externen Karte finde ich das nicht einmal so cool, Ja. dass man sich die eigentlich anschaut. Sondern es ist eigentlich fast besser, wenn man sagt, man macht das wirklich nur mit dem Ingame-Zeug, was man hat. Weil dadurch, also wir können ja wirklich dann, okay, geradeaus, geradeaus, dann wird das Rennen, gerade wenn du nur querfeldein läufst und so, weil du die Richtung genau kennst, ist halt doch Ist schon es. nicht so cool. Ja, na, was auch noch cool wäre, weil ich habe jetzt da vom, bei Arma 3 gibt es ja die Live-Mod. Ja. Und da gibt es auch verschiedenste Systeme. Und da gibt es ein System, das nennt sich das Akre. Das installiert sich halt, sind zwei DLLs-Dateien, die du in den TeamSpeak-Ordner mit reinkopieren musst. Und dann verbindet sich sozusagen das Arma 3 mit dem TeamSpeak. Und dann wird da sozusagen in-game die Entfernung von halt von den Leuten gemessen. Und man kann nur reden, wenn man nahe an sich halt, wenn man in der Nähe ist. Und wenn man weit entfernt ist, muss man funken. Da gibt es nachher Funkgeräte. Ja. Das wäre urcool, wenn sie das da auch mal einbauen würden. Finde ich jetzt. Weil Funkgeräte gibt es ja schon.
Und das wäre einfach zum machen mit dem System. Ich finde aber, ich habe ja jetzt die Tage, ich habe gestern ein bisschen Arma 3 gespielt und jetzt seit, weiß ich nicht, ein, zwei Wochen, seitdem wir halt das letzte Mal aufgenommen haben, kein DayZ mehr. Irgendwie muss ich sagen, dass ich die Grafik von DayZ gar nicht so schlecht fand. Als ich das Na, erste es Mal ist Arma gleich gespielt habe, ziemlich. das ist echt sehr, sehr Ja, es ist exakt. ziemlich gleich, ja. Ist ja auch Und dieselbe es ist Engine. halt am Anfang habe ich mir auch gedacht, Altes schaut viel besser aus, aber wenn es dann wieder ein bisschen. Ich habe jetzt ein paar Mal Altes gespielt, jetzt wieder DCs halt seit langem, weil wir das letztes Mal haben wir eine relativ lange Aufnahmesession Ja, ich gehabt. glaube, 2 Wochen ist das schon her. Bald. Ja, ich Oder? weiß nicht, ja, so Aber auf jeden Fall ungefähr. über eine. Und ja, da war es halt so, dass man. Das siehst du dann mal, wie. Da schaust du nachher auf die Details mehr. Wenn du nachher ein Spiel das erste Mal spielst, schaust du auch auf die Details. Aber wenn du es dann nachher das nicht 100 Parts lang spielst, blöd genommen, schaust du auf die Details gar nicht mehr so extrem. Weiß auch gar nicht, Boah, ob ich hier bei im dem Wald habe ich aber Funkturm. übelst die FPS-Einbrüche. Ja, das ist normal. Bin ich gerade runter auf 15 teilweise. Ich schaue da gar nicht mehr drauf. Es ist uninteressant. Man merkt es auch im Spiel, halt im Video nachher nicht so extrem. So, da. Ich weiß nicht, ob ich bei dem Funkturm. Kann man da drauf? Ich glaube, wenn Na, nicht ich so war hoch, bei oder? einem schon, aber ich weiß nicht, ob das der ist. Da war auch eine Polizeistation noch daneben. Neben dem, wo ich war. Könnte Also ich sein, glaube, dass das ist das ein Green anderer. Mountain ist. Vielleicht heißt das Green Mountain, Na, weil das ist das. nicht der, wo ich war. Ach, das wird Green Mountain hier sein. Oh ja, das ist der. Oh ja, na sicher, weil da ist auch die Polizeistation gleich da drüben, normalerweise. Genau. Das ist cool, das geht. Da kannst du doch reingehen und Warte, aber lass nicht uns mal ganz kurz im rauf. Wald. Ich muss mal gucken, ob ich für meine Waffen Munition habe. Ach Ach ja, so. da habe ich. Gut. Weil Ich sollte. hier gezogene Ja. Waffen, würde ich sagen. Weil Ja, den sieht man zumindest ja aus die. Kilometer. Da rennt ja jeder, auch der keine Karte hat, direkt hin. So, irgendwo ist da der Eingang gewesen. Ich weiß aber nicht mehr wo. Ich glaube, müssen wir jetzt einmal komplett im Kreis. Ja, es sind zwar gerade nicht viele Leute auf dem Server. Ja. Aber ich finde es eigentlich auch ganz cool, dass wir jetzt immer auf einen Server spielen. Ja, halt alle, die es wissen wollen, das ist der glitschende Beißer, glaube ich. Österreich-Deutsch. Normalerweise findet man, man hat schon öfter jetzt in den Aufnahmen auch gesehen. Ich weiß nicht, ist unter B auch, sieht man da den Namen vom Server? Nein. Ist es Da auch steht nur normal. manchmal im Chat, glaube ich. Ja, Hier irgendwann steht Bachelor es hier. Weißer, TS und sowas. Genau. Also wir sind bei der Aufnahme nicht auf dem TS von denen, aber. So, wir hätten ganz einfach nur raufgehen müssen, den Weg entlang und dann wären wir Ja, beim habe ich mir Eingang schon gewesen. gedacht. Aber ich habe noch nie einen Zaun hier in DayZ gesehen, der so gut erhalten ist. Die haben überall eigentlich jeder fünfte oder so ist Ja, aber kaputt. das ist ein Funkturm. Das, was am längsten bewacht wird. Ja, klar. Noch länger So. als die Und was ich jetzt Military ausprobieren Base. wird, weil wir. Da War ist die jetzt nicht so auf? schlimm. Was? War die auf? Ja, die war auf, die ist auch immer offen. Jetzt probiere ich mal aus, ob ich die Pfeile wieder einsammeln kann. Hier in den Turm kann man ja auch rein, ist das geil. Der ist schon offen. Du hast geschossen, oder? Ja. Alter. Hey, wo ist der Pfeil hin verschwunden? Eigentlich sollte da der Pfeil jetzt stecken. Jetzt probiere ich es mal bei einer anderen Mauer auf, ist ja wurscht, ich will die jetzt eben. Ist urlaut eigentlich. Gehen die Pfeile durch die Wände durch? Ah, da liegt er, glaube ich. Oder nein? Eigentlich ist sie nochmal gegen den Boden. Man hört Okay, es auf jeden Fall relativ laut. da ist er auftaucht. Das ist Ja, das ich bin erste jetzt Mal, mal dass auf eine er auftaucht braune ist. Jacke umgestiegen, ne? Weil Ist ich auf hatte immer ein braun um. T-Shirt an, einfach ein Okay. schwarzes. Hey! Ich habe einen. Bin durchgeglitscht. Mit meiner SKS ist dieser Turm ja eigentlich auch geil. Boah, man müsste mal irgendwie wirklich ein großes Event in DayZ machen, dass man sich mit jeweils 5 Leuten oder so, 2 Gruppen macht. Und einer nimmt, sage ich mal, so einen Funkturm hier ein. Und die anderen müssen dann wieder zurückerobern. Das wäre cool. Halt eine Gruppe oder was? Ja, genau. Ja, es ist halt schwer nachher. Du musst erstens mal hast, brauchst du viel Ausrüstung. Und viele Leute. Und dann kannst du sicher sein, dass du den Charakter verlierst. Und da in DC einen Charakter zu bauen, halt beziehungsweise zu erstellen, dass Dauert du wieder ja. ausgerüstet bist, brauchst mindestens, ich mal so eine Stunde mindestens. Je nachdem, wie viel Glück du halt hast. Ah, da gibt es Oder wie gut deine Kollegen ein ausgerüstet sind. 1911er Magazin hier drüben. Das wolltest du ja Ich habe, letztens glaube ich, eine haben. 1911er dabei. Ja, habe ich. Hey, endlich einen Öffner. Da habe ich eigentlich den Helm, also weil ich keinen Platz gehabt habe.
Ich bin am Dann habe ich Funkturm, den. ne? Also, beziehungsweise kann man ja nur eine Stufe hochgehen, also eine Ja, man Treppe. kann nicht weit, das ist das Schade. Ich hätte auch zuerst geglaubt, dass erst einmal nur mal da waren, dass man ewig weit hochgehen kann. Aber man kann auch nicht weit hochgehen. So. So, alles voll durchgeladen, obwohl ich deutlich mehr SKS-Munition brauche. Ich habe nur 20 Schuss. Da wäre ein grüner Rucksack. Nein, ich wollte ja rot-schwarz. Halt, der bleibt da. Auch wenn er pristine, na, bis sogar badly damaged. So, Warst du was jetzt schon liegt da überall noch? in Birma aus? Oh, ich bin jetzt gerade im zweiten Stock, im ersten Stock hier oben. Aber unten liegt das, dem. Ah, 1911er. Ich gebe meine Magnum weg. Dann nehme ich mal das Magazin nach unten. Ich glaube, eine Mikrofon. 1911er ist sinnvoller. Mikrofon activated. Willst du Magnum-Munition haben oder kann ich es wegschmeißen? Warte mal, Magnum-Munition müsste ich relativ viel dabei haben. Du willst das Magazin nehmen für die 1911, das hier unten liegt, ne? Werden ganz nett, ja. Jo, dann da, nimmst du das mal. Dann ist dann noch. Ich bin noch immer am Überlegen, ob ich nicht wieder auf die umsteigen nach Ich auf bin die jetzt auch M4. oben, ne? Weißt du? Ja. Ich trinke mal was. Weil ich bin schon wieder nur mehr dunkelgrün. Ja, ich auch. Und dann mal, dass ich wieder was mit mir wegbekomme aus dem Inventar. So, die Pfirsiche esse ich auch gleich. Bekommen wir ja auch Flüssigkeit. Jawohl. Möchte mal wieder so ein Verbandspaket haben, nur halt Habe eines. in Pristine. Ich habe auch eins, aber in Badly Damaged. Ich habe eines in Pristine. So, dann nehmen wir Oh, eine das hier Magnum. noch. Ach ja, du hattest ja nur einen Schuss drin. Ich habe keine Ahnung, wie viele Schüsse da drinnen sind. Nein, 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 da sind 5 Schüsse oder was drinnen. Brauchst du bei der Magnum kein Snaploader? Snaploader ist nur, dass du schneller wechseln kannst. Die Munition. So, unten ist das Magazin noch, oder? Ja, habe ich dir da Passt. liegen lassen. Beim Computer ist das, glaube ich, draufgelegen, wenn ich nicht täusche. Nein. Daneben lag das, glaube ich, aber irgendwo da am Schreibtisch. Auf jeden Hast Fall. du das in die Hand genommen gehabt? Nein. Okay, man sieht es nur im Inventar. Ich laufe meistens wie so bei so diesen Gebäuden mit offenem Inventar einfach rum. Dann siehst du ja eigentlich am meisten. Warte mal. Ich probiere kurz noch was aus. Alter. Sag doch, dass die rumpöbeln. Hey, okay, das Magazin liegt noch am Boden. Kann ich dann noch mal eins aufnehmen? Okay, jetzt ist nämlich in der Waffe drinnen. Oh, der hier seine Knifte raus. Das Magazin wird in der 1911er urkomisch eingeladen. Ja. So schief. Ich kenne die 1911 jetzt auch nicht real life mäßig. Das schaut aus wie nur mal seine Glock. Halt Steirer Glock. Ich schau mal die Instructions an. Das ist eine Glock. Wenn ich nicht täusche. Nein, ist keine Glock. Eine Glock hat keine Sicherung. Eine Glock hat die Sicherung direkt am Abzug. Das ist das Geniale bei der Glock. Kennst du die Glock? Nee. Hat auch die deutsche Polizei und so weiter. Eine österreichische Waffe. So, ich wäre soweit. Soll ich, da gehe ich jetzt nicht mehr raus. Also Das ich ist bin uninteressant. fertig. Bin auch hier draußen schon. Ganz raus oder? Bin ganz traut. Na, na, na. Da. Nehme ich meine Waffe auch wieder rein, ne? Ich würde den Crossbow auch jetzt nachher entweder gegen eine M4 oder gegen eine Mosin. Sollen wir zu diesem kleinen Ort jetzt noch gehen oder Ja, überspringen ich wir würde den schon jetzt? sagen, nein, nein, ich hätte schon gerne. Weil etwas weiter, warte mal, wir kamen jetzt von da. Wenn das hier müsste ja Richtung Osten sein, so Warte, ich schau danach. Ich Ost-Süd-Südost. schau dir nach. Das machen wir noch in dem Bad, wo wir hingehen. Na, gekommen. Das. Na, ach Gott, was macht das sofort? Habe ich unabsichtlich auch drückt. So, das ist circa Süden. Nein, Ja, also warte mal. Südost, das Warte die mal, mein Richtung von Kompass der ist so. Straße, wenn du so Das runterläufst. ist Osten, na, das ist Osten, in die Richtung, wie ich Ja, jetzt schaue. und der Weg geht dann Südost. Der geht Südost, genau. Genau, wenn wir da lang gehen und dann die nächste rechts, kommen wir zu einem großen Ort. Oder wir gehen jetzt einfach Richtung Osten, hier den Berg runter und da kommt ein kleiner.
Na, wir können eh gleich einmal da entlang gehen, Südosten, und kommen dann zum nächsten größeren Ort. Aber Okay. das erst wieder morgen, wenn wir wieder am Weg sind im Jogging-Simulator. Bis dann, ciao Leute. Ciao.